So, jetzt müsste sich ein bisschen gefangen haben. Das braucht immer bei der Aufnahme. Da fällt eh immer was. Das ist jedes Mal ja wenn anders. Jetzt bei der letzten Aufnahme hat er am Schluss das Bild, wo ich umgeschalten habe, hat er nicht umgeschalten. Also die letzten Stellen, wenn man das Video anschaut, wo ich wieder auf die Kamera zurückgehe, hat er sich aufgehängt, dann gehe ich wieder zurück und das hat er. Ist halt Skype. Wie ich immer wieder sage, jeder Moment, der in dir auftaucht, ist zuerst einmal da, dass du dich nicht aufregst. Und du kannst immer nur auf den Grundprinzip rumreiten. Darum war mir in dem letzten Selbstgespräch wirklich wichtig, einmal klarzulegen, dass die weisen Menschen deiner Welt, zeig mir die Weisen deiner Welt und ich werde dir zeigen, dass sie sehr unvollkommen sind. Die sind zuerst einmal Gedanken. Egal an wen du denkst, das ist ein Gedanke von dir. Und solange du das nicht akzeptierst, solange du in dem Wahn lebst, dass du meinst, ein Gedanke von dir wäre auch dann da, wenn du ihn nicht denkst und du hast mit den Gedanken nichts zu tun, die du denkst, hast du dich komplett entgeistigt. Du bist in einem vollen Zustand der Vergessenheit. Da nützt dir ja nichts, wenn du jetzt auf deiner Bröselebene irgendeine Bestätigung für dieses Wissen willst, weil da kriegst du dann bloß noch Häme. Musst du den Weg auch ganz alleine gehen, diesen Gedankenweg zu sich selbst, zurück zu sich selbst mit der Erkenntnis, was bin ich selbst? Da reden viele Esoteriker drüber, all das ganze Zeug, aber sie leben es nicht. Du musst es selbst zu leben anfangen. Und wenn du das zum Leben anfängst, wird sich oberflächlich in deiner Brüsselrolle jetzt erst einmal gar nichts verändern. Das ist ja die Sache, Veränderung und Nichtveränderung gehören genauso dazu wie ein Angreifer und ein Verteidiger. Das war das Beispiel, wo ich gesagt habe, du kannst jetzt Druck machen und du kannst wieder loslassen. Aber das Problem ist, loslassen ist nicht zurückweichen, weil dann löst du dich von dem Gegenüber, der ja nur existiert, weil du ihn denkst. Das heißt, es ist immer eine Verbindung dort zwischen den Gedanken und den Denker. Der, der immer ist, hat selbst eine Verbindung zu den Wellen, auch wenn du meinst, die Wellen sind jetzt verdunstet von dem Meer. Oder das regnet dann ab, der Regen hat ja mit dem Meer nichts zu tun, dann hast du die Kette vergessen. Dass es ja die Wolken nicht geben würde, wenn es das Meer nicht gibt, das verdunstende Wasser, da haben wir schon wieder den Durst. Den Dampf. Den hast du übrigens in dem Wort Adam und du hast es in dem Wort Hebel, also in Abel. Das ist das Symbol eines Geistes, der sich ständig verwandelt. Und diese Erkenntnis wird in dir, der keiner schlägt den Ort, den Hebel, den Dunst, den Dampf. Das ist natürlich auch jetzt, ich könnte so viel ansprechen, wenn wir auf dieses Steiner-Rudolf-Steiner-Gespräch zurückgehen. Ich habe gerade schon gesagt, da ist zum Beispiel nur einmal kurz am Anfang erkläre ich in dem Wort Grundprinzip, was ich kurz auffächere, und ich sage immer, die Worte sind gezippt. Das spreche ich gar nicht an, dass da die letzten drei Buchstaben zipp sind. Du kannst ja immer wieder Facetten rausholen innerhalb einer Oktave. In einer höheren Ebene kann man die dann sogar noch austauschen. Das macht man im Sefer Yetzirah. Aber ich kann dann immer wieder nur darauf hinweisen, wenn du in eine Einseitigkeit reingehst, in irgendeine Lehre, die jede Lehre für sich ist hochinteressant, ob du dich jetzt intensiv mit dem I Ching, mit der Astrologie auseinandersetzt, mit Weinreb auseinandersetzt. Aber in der Regel bläht sich bloß ein unvollkommener Verstand auf. Weil in deinem klassischen praktischen Leben, so wie dein Hauptprogramm, dein Konstruktprogramm im Hintergrund als Trockennasenarbe arbeitet, nützt dir das überhaupt nichts. Das heißt, deine weltlichen Probleme auf der Arbeit und so weiter stellst du damit nicht ab. Das ist eine gewisse Art von Flucht, wie Meditation. Die klassische Form von Meditation, sich in die Stille meditieren wollen, diese ganzen esoterischen Kreise. Und ich sage immer wieder, dass du dir einfach bewusst machen musst, all das, was du denkst, sind Gedanken, die sind vergänglich. Und Gedanken können als Dinge an sich nichts wissen. Da wird übrigens auch in dem Stein immer wieder von den Dingen der Welt gesprochen. Ich habe so oft darauf hingewiesen, dass Dinge, ist das doch mal Gesetz des Geistes oder das, wenn wir es blau machen. Und dass die etymologische Radix von Sache und Ding eine Gerichtsverhandlung ist. Und das Gericht, das hat was mit der Richtung zu tun. Ein Geist richtet sich in eine Richtung aus, wird dadurch einseitig und damit entheiligt. Und das ist dann auch das Essen. Das ist immer so oft drauf gegangen, dieses Spiel, was sich dann komischerweise ein riesen Sinnwandel stattfindet.
Und das muss man verstehen. Darum ist es erst einmal wichtig, was wandelt sich, die 200 Gramm rote Knete. Und bestimmen du das, dein Intellekt, dein Schwamminhalt, dass du sagst, meine Meinung, du hast noch keine eigene Meinung. Du weißt von deiner ureigensten Meinung überhaupt nichts, weil wenn du begriffen hast, was du bist, hast du verstanden, dass du ich bist, rot geschrieben und dass du alles bist. Das bedeutet Holofeeling. Und dass du auch alle Perspektiven bist. Wenn du was sehen willst, musst du in der Perspektive gehen. Es ist so unendlich einfach. Darum sage ich immer wieder, es benötigt in einem gewissen Maß das Bewusstsein, dass man selbst das Bewusstsein ist. Und das Bewusstsein nicht etwas ist, was man hat, so wie man Körper hat. Der Besitzer ist was anderes wie das, was er besitzt. Aber Besitzer und Besessenes, der ist besessen. Man sagt ja, der ist besessen von dem Wahn zu glauben, er ist der Körper, den er sich auslegt. Und das musst du nur für dich entscheiden. Ganz normal, eine absolute Entscheidung ist, dass du jetzt begreifst, ich bin weder dieser ausgedachte Geist, der sagt, ich habe einen Körper, noch bin ich dieser Körper, wo dieser Geist behauptet zu sein. Das ist These und Antithese. Ich weiß nicht, wie da drauf. Da ist immer noch eins drüber. Der in dem Moment, wo dir das bewusst wird und du dir den ausdenkst, der sich Denker und Ausgedachtes ausdenkt, zwangsläufig auch schon wieder ein Objekt ist. Man muss den roten Bereich verstanden haben. Und das ist, wie gesagt, geht es nicht um Vielwisserei. Dann kann ich immer nur sagen, wenn das abschreckt mit der Vordersprache, die Glückseligkeiten, die ein Geistesfunken erlebt, wenn er da die Grundlagen hat, wie sich alles ineinander fügt, jedes Denken, jedes Wort, ein Heuriker nach dem anderen, dass man plötzlich begreift, das sind ja wirklich Gedanken, das sind Bastelstücke von mir selber. Und meinem heiligen Ganzen. Dann wirst du nichts mehr ablehnen. Dann kommt dieser Satz jetzt langsam ins Verstehen, dieses Liebe deine Feinde. Oh ja. Ist alles sehr vereinfacht, alles, was dir fremd, böse, unwichtig erscheint, gefährlich erscheint. Das ist der Überbegriff, nenne ich das einmal Feindbilder. Und das sind jetzt genau die Puzzlestücke, die du ständig bekämpfst oder die dich nicht interessieren, weil deine Logik darauf noch nicht resoniert aufgrund von Unreife. Und das hält dich in diesen unheiligen Bereich deines Daseins bereichert. In einer Spiegelkollektion, die noch nicht die rote absolute, das absolute Reich ist, das Himmelreich ist. Das rote Reichert. Weißt du, das sind so viele, wenn ich immer anspreche, wenn man jetzt zum Beispiel hier diese Radix Shin Mem, logische Gestaltwerdung blau. Ich muss sagen, wenn wir das Shem ausnehmen, ist es der Name. Dann ist es ja das Wort, heißt dann auch dort als Scham. Und dann so immer ein geöffneter Ort. Aber du musst dir klar sein, dass du ja auch anders, du kannst zum Beispiel auch, das ist das, was dir sofort auffallen sollte, ein geöffneter Ort. Aber wir können ja Tor, TOR lesen, dann hast du die Generation. Das heißt auch Wohnen. Hochinteressant. Und das TAF am Ende ist perfekt. Ein TAF am Anfang ist imperfekt, das heißt, du wirst. Du kannst, du sollst, Unvollkommenheitsform, das darf am Ende ist perfekt, das heißt, du wohnst. Du wohnst letztendlich in dem Charme, in dieser logischen Gestaltwerdung, die du zuerst nochmal meinen Körper nennst, als nächste Stufe dann meine Wohnung, als nächste Stufe meine Familie, meine Welt, mein Universum. Das ist die höchste Stufe. Aber jetzt muss ich wissen, was Universum bedeutet. Das Uni, das eine, Ein, das nicht existierende eine, Uni rot geschrieben, verbunden sein der Gott. Und dann haben wir das Vers, die Verse in der Bibel. Fördere immer wieder zurück, das in eins gekehre. Das, was du dir ausdenkst, kommt wieder zu dir zurück. Sofort überprüfbar. Denk jetzt an einen Osterhasen. Wenn es nur das Wort Osterhase ist, dieses Geräusch, in dir taucht ein Geräusch auf, aber ist nicht das Geräusch schon wieder weg? Bist du das, in dem Moment, wo du aussprichst, ist es doch eigentlich schon wieder weg? So ist es.
Das ist in gewissem Maße in die ausgedachten Dinge wie ein Zeck. Die Geburt in einem Eck. Zeck und Stille. So ist es ja. Weil das sofort wieder zusammenfällt, was natürlich heißt, dass im selben Moment wieder was anderes auftaucht. Das ist schon wieder, wenn ich jetzt auch danach, ist es ruhig. Das taucht ja nur zack. Aber jetzt ist es interessant, jetzt sagst du danach, danach ist es still. Ja. Aber dieses danach ist doch jetzt. Ja. Aber in dem Moment, wo Stille da ist, ist Lärm da und dann sagst du, das war das Geräusch, check, das ich vorher gehört habe. Ja. Dass du jetzt eigentlich noch Nachhalt in dir. Gibt es ja schön den Echo, den Widerhall von außen. Mehr drehe ich, da gehe ich jetzt aber nicht drauf ein. Diese Worte, das ist nur Selbstbewusstsein. Das wäre die reine Meditation. Einfach das Beobachten. Und ich kann nochmal darauf hinweisen, die Freiheit, das Freisetzen, Freiheit, was ausgedacht ist, hat keine Freiheit, egal dann, was du denkst. Selbst Gott hat keine Freiheit. Ein ausgedachter Gott, genau, wird nämlich so sein, wie der Denker sich den ausdenkt. Es gibt Denker, die behaupten, Gott gibt es nicht, der existiert nicht, das ist ein Hirngespinst, wo die übrigens eindeutig recht haben. Weißt du, sobald du an Gott denkst, ist es ein Hirngespinst von dir. Was sie nicht recht haben, ist, dass er nicht existiert, weil in dem Moment existiert ein Gott in ihrem Kopf. Nämlich der Gott, den sie sich denken, von dem sie behaupten, dass der eigentlich nicht existiert, damit zwangsläufig ohnmächtig ist. Aber die absolute Macht, M8, 8, liegt im Nicht-Existieren. Das ist diese absolute Energie. Der Ursprung aller ausgedachten Energien. Darum werden so unendlich verschiedene Gottesvorstellungen von verschiedenen Gotteskindern ausgedacht, die aber nicht wissen, was sie selbst sind. Ein lieber Gott oder der Gott, wie kann Gott sowas zulassen? Wer bestimmt es, dass Gott sowas zulässt? Die 200 Gramm rote Gnede lässt alles mit sich machen. Wird aber letztendlich nur die Form annehmen, die du ihr selbst gibst. Das wiederum hängt von deinem Intellekt, von deinem Schauminhalt ab. Und da musst du dir eingestehen, dass das ein Nichts ist im Vergleich zu dem Wissen, das du dir übrigens selber ausdenkst in deine Welt um dich herum. Diese unendlich vielen gescheiten Menschen, diese unendlich vielen Sprachen, die du dir ausdenkst, die genauso vergängliche Erscheinungen sind wie alles andere auch. Weißt du, was Existierendes ist? Das heißt also, Freiheit liegt mit Sicherheit nicht auf der Ebene der Existenz. Das ist immer ein Dasein müssen. Da gibt es so ein wunderschönes Smiley auf Skype. Das ist immer so eine Trampolinspringerin, die immer hochkommt und dann flupp. Und dann kommt sie wieder hoch und flupp. Und dann kommt sie wieder hoch und flupp. Das sind deine Gedanken. Ja. So ist es. Und das Erste, was du opfern solltest, ist der materialistische Glaube. Dieser Glaube ist der Bruch des zweiten Gebotes. Das Zweite, was du opfern solltest, das ist ja der Urglaube, zuerst einmal. Diese Identifikation mit dem Gedanken von dir, wo du sagst, das bin ich. Das Zweite ist dein, in deinem Schwamminhalt ein religiöser Glaube. In dieser unvollkommenen Form, egal ob du ein Katholik, ein Protestant, also Überbegriff ein Christ bist, ob du ein Moslem bist, ob du dich Buddhist nennst, du wirst immer als Buddhist, als Moslem, als Christ nur eine Facette dieser Überreligionen sein. Den reinen Christen gibt es eigentlich überhaupt nicht. Das wäre nämlich ein Christ, der sagt, ich bin weder Protestant noch Katholik noch Zeuge Jehovas und. Dasselbe gilt für die Moslems, dasselbe gilt für die Buddhisten, dasselbe gilt für die Hindus. Weil nämlich alle Religionen zerbrochen sind in Untersysteme, in Sekten, wo jeder meint, ich wüsste, was meine Religion eigentlich richtig ist und alle anderen haben nicht recht. Weißt du, der Wahn, wenn alle in ihre Kirchen rennen und dann schaust du dir dieses Spiel an, ich sage, der Zinsverbot, katholische Kirche, es ist alles nur Macht. Steht alles in den Ohrenbarungen. Es geht hier nicht um den kleinen Pfarrer, der jetzt ausgedachterweise als Protagonist seine Rolle spielt und sich für seine kleine Gemeinde in Arsch aufreißt, dass seinen Schäfchen gut geht, im Maße zum dessen, was ihm möglich ist. Aber er ist trotzdem hier ein Sklave eines Systems, das nicht wert ist, dass man davon Sklave ist. Sklave ist der negative Begriff von dem positiven Wort Diener. Oh ja.
Dieses, ich glaube nicht an Gott, ich arbeite für ihn. Aber wann beginnt es? In dem Moment, wo du einfach die Gesetze lebst, nicht nur heuchlerisch auf den Lippen führst, das Zinsgebot, dieses Liebe deine Feinde, sorge dich nicht um morgen. Das sind die elementarsten Gebote überhaupt. Beginn mit der Erkenntnis, dass da mal das mir ja selber gar nichts passieren kann. Also immer wieder dran denken, du musst das wissen, was du selbst bist. So ist. Und ich garantiere dir, es ist hundertprozentig sicher, dass du ewig bist, unter der Grundvoraussetzung, dass du mich jetzt sprechen hörst. Ob du das glaubst oder nicht glaubst, das ist eine der wenigen Sachen, die nichts mit deinem Glauben zu tun haben. Deine sinnlich wahrgenommenen oder gedachten Erscheinungen, die hängen von deinem Glauben ab. Aber der, der das, was du dir ausdenkst, mit deinem jetzigen Intellekt erlebt, der ist ewig. Weil er was nicht Denkbares ist, als Ding an sich. Das heißt, du bist als Ding an sich, als der, der mich jetzt sprechen hört, etwas, was in keinster Weise existieren kann. Darum bist du ewig. Und alles, was existiert, hört mich jetzt nicht. So ist. Weder dein Gehirn noch deine Ohren. Davon musst du dich lösen. Und Figuren, die hier nicht resonieren, weil sie nicht zuhören können, egal ob jetzt das du von dem Lautsprecher hörst, ob du das von einem Brösel auf deiner VR-Brille sinnlich wahrgenommen hörst, egal wer das sagt, und du beobachtest, dass einer negativ darauf reagiert und sagt, so ein Blödsinn, überhaupt nicht irgendwie registriert, was gesagt wird. Das, was ich sage, ist 100% sicher. Darum wiederhole ich auch immer wieder, mach dir bewusst, dass die Figuren in deinem Traum, selbst in deinem normalen Denken, wenn du ihnen jetzt ausgedachtes Bewusstsein zusprichst, dass die nicht in der Lage sind, 100 wirklich zu wissen, was 100% sicher ist, und was eben nicht 100% sicher ist. 100 nicht 100% sicher ist all das, was du nicht überprüfen kannst. Und ich sage nochmal, dann ist deine ganze religiöse Glaube, deine esoterische Wahnvorstellung, wir sind ja alle eins, es gibt ja bloß hier und jetzt, wird zu einem hohen Geschwätz. Geistlos nachgeplappert, aber nie verstanden. Darum war mir das einmal wichtig hier mit dem Steiner, wir können da jede Schrift nehmen, die einseitigen Auslegungen der Heiligen Schriften. Das ist schon die Übersetzungen, die Masorah, die Worteinteilung. Dasselbe die ganzen Erklärungen der Naturwissenschaften, was die Formeln bedeuten, in der Physik. Und dann geht die Hirnwichserei los. Auch dann in der Arithmetik, dieses unendliche Zerdenken von den einfachsten Sachen überhaupt. Gödels Unvollständigkeitssätze. Es ist hier mit diesen verschiedenen Unendlichkeiten, die es gibt, die kann man dann, wenn man sich da reindenkt, kann man das alles nachvollziehen, wenn man das will. Aber macht dir dein Leben, wird das Leben dadurch besser? Bringt es dir als Geist was? Macht dich das wach? Auch das Aufbegehren, was ich hier erklärt habe, hier, was es geht, du musst dein jetziges Programm erweitern und du erweiterst es nicht, indem du neues einseitiges Wissen in dich hineinschaufelst. Wird es zwar auch erweitert, aber was das Problem dabei ist, dass jedes Wissen, das du aus dem Internet herausholst, eigentlich schon dein Wissen ist, wenn du weißt, dass du hier derjenige bist, der sich das ausdenkt. Das ist ganz wichtig, immer dran denken. Nur die Metapher benutzt nicht Träume jetzt. Das heißt, sobald ich im Traum ans Internet hingehe, die Sachen, die in mir auftauchen, wenn ich immer wieder sage, egal was irgendjemand behauptet, ob du nur eine Schrift hast, wo du dir einen Schreiber ausdenkst in die Vergangenheit, einen Charakter, der das geschrieben hat, all die Dinge existieren nur in dem Moment, wo du es denkst. Auf der tieferen Ebene zusammengesetzt gibt es was ganz was anderes. Denk jetzt wieder an mein Autobeispiel. Der Kabelstecker, der Schlauch, die Reifen, das Zahnrad. Der Rückspiegel, die Glasscheibe, die Windschutzscheibe. Die Haareckscheibe. Einzeln betrachtet hat es nichts miteinander zu tun. Außer man weiß, wie ihr Auto aufgebaut ist, das du natürlich jetzt in dem Fall weißt. Dann siehst du, dass diese einzeln selektiert betrachteten Dinge trotzdem eine höhere Einheit geben können.
Und genauso ist es mit Wissensgebiet. Die oberflächlich betrachtet überhaupt nicht zusammenzugehören scheinen, aber es gehört alles zusammen in dem Punkt, wo es herkommt. Das ist das heilige Ganze. Und da bist du ein Teil davon, was eigentlich gar nicht geht, wenn du im heiligen Ganzen bist. Das ist dieses Spiel, die Symbolik hier, dieses UB, das dann einen Sohn macht, einen Ben. Das ist jetzt erst einmal eine polare Existenz, das ist die Grundwelle. Ich sage in unserer Vorstellung, im Dach, Hebe und Flut. Ein Auftauchen und Absenken um eine Nulllinie im selben Moment. Und dieser Ben, der erkennt dann mit 33 Jahren in der Symbolik, was ja unsere Welle ist, auch unser Gag, da habe ich darauf hingewiesen, wenn ich das als 3-3 schreibe, ist ja das erste Mal das Dach, genau genommen heißt es übrigens Flachdach. Mhm. Ja. Wenn du in die alte Etymologie gehst, weil Giebeldächer hat es nämlich noch nicht gegeben, zu der Zeit, die wir uns jetzt ausdenken, dass dieses zweimal rot G ist J-C-H-I-C-H. Der mit 33 erkennt, ich bin ja eins mit UB. Jetzt musst du dir aber wieder eine polare Existenz denken, das ist jetzt das rote Ich mit I geschrieben. Dieses I ist interessanterweise als Buchstabe im Engelischen. Im Schlaf der Engel, könnte ich jetzt sagen. Im Engelischen, Ischen heißt ja schlafen und wiederholen, ist es der Buchstabe E. Jetzt wirst du ein eigenes E-Quadrat. Eine Energie, die Formen annimmt. Das ist die 200 Gramm rote Gnede. Das ist in der Physik genauso wie unser, ich mache immer nur das H2O. Ja. Auch die chemischen Symbole. Holofeeling vereinigt alles. Das sind so simple Beispiele, die ich absichtlich immer wiederhole und nicht jetzt das erweitere auf alle anderen chemischen Zeichen oder Vorstellungsmodelle von Molekülen und Aufbau, atomaren Aufbau. Das Atom ist schon das Unteilbare. Das Atom muss. Adamas, lateinisch der Sprung, da merkt man schon diese Wandlung, auch mit Laut, mit D und T. Das ist ganz, ganz wichtig. Das sind immer wieder unsere 22 Buchstaben, wo man dann ja einteilt in einfache, in doppelte und die drei Mutterbuchstaben. Aber jetzt kommen wir schon wieder in Detailwissen. Das ist immer wieder, wo ich sage, das ist wie wenn ich dir jetzt erklären würde, wie Software, Handy oder die Hardware funktioniert. Dann müssen wir zuerst einmal Elektronik machen, das Ohmsche Gesetz. Es geht um unendlich viel Wissen, was gar nicht interessant ist. Ich sage immer, du kannst essen, genießen, ein altes Beispiel von mir. Wir gehen nochmal rein in deine Bröselverkörperung rein. Du siehst was. Und du isst und du genießt es und dein Körper jetzt innerhalb deiner Vorstellung, wie die Maschine, Trockennasenaffe, Primat funktioniert, Säugetier funktioniert, dann wird dieses ganze Essen zerlegt, die Vitamine rausgeholt, die Nahrung, die Energie rausgeholt, das Gute wird vom Schlechten geschieden, das machen Bakterien in deinem Darm und du musst dich nicht drum kümmern. Es passiert ganz alleine im Hintergrund. Wenn wir jetzt hier in einer so einer Art der Vorstellung haben. Genauso funktioniert hier das Wachsen. In der ersten Matrix, wenn sich das Ei befruchtet, und ist es nicht genau genommen nur eine Division? Das Ei zerspringt plötzlich in zwei, dann werden es vier, dann werden es sechs, dann werden es acht. Super. Diese schönen Computeranimationen. Dann wird irgendwie das wie ein kleiner Wurm, ich sage immer wie eine Raube, das nennst du Embryo. Dann gestaltet sich das je nachdem, in welcher Matrix du bist. Die Embryos sehen ja relativ gleich aus, wenn du mal dich nachschaust, von Hahn, von Fisch, von der Kuh, vom Hund. Die Grundform des Embryos sieht am Anfang relativ gleich aus und erst dann kommen die unterschiedlichen Formen in der Matrix ein. Und irgendwann einmal am Ende dieser Matrix 1 bist du dann halt hier, kurz vor der Geburt stehend, ein kleiner Mini-Mensch oder ein kleiner Mini-Hund, eine Mini-Kuh, ein Mini-Stier. Und dann kommt der Abnabelungsprozess und jetzt kommst du in die Matrix 2. Jetzt bist du der blärrende Säugling, der sich auch wieder entwickelt.
in der Matrix 2. Und dann löst sich das wieder auf, wenn du in den höheren Bereich kommst, weil das nie aufhört. Mhm. Wunderschön. Diese symbolischen Bilder muss man verstehen. Mhm. Und du musst nichts dazu tun, das passiert ganz einfach. Schau, du wirst jetzt auch langsam grau, Kleiner. Ganz gewaltig. Was hast du dazu gemacht? Wie ich immer wieder sage, es gibt keine Technik, um in die Pubertät zu kommen, wenn du 7 Jahre alt bist. Es gibt keine Technik, in der du das beschleunigen könntest. Es gibt keine Tabletten, die das beschleunigen könnten. Also du redest dir das natürlich ein. Du magst dir das glauben, dann wird es immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Es gibt aber auch nichts, wo das aufhalten könnte. Das versucht ihm... Der moderne Mensch versucht, diesen natürlichen Vorgang ständig zu stoppen oder irgendwas zu beschleunigen, weil er in der Zeit denkt. Ja. Das chronologische Denken ist die Falle. Alles, dein ganzes Wissen baut auf eine von dir ausgedachte Historie auf eine hier und jetzt ausgedachte Vergangenheit. Vergangenheit, die du denkst, wird so sein, wie du sie dir ausdenkst. Und was ist die Grundlage einer Vergangenheit? Dein Schwamminhalt. Ich sage immer wieder, du musst einen Unterschied machen. Habe ich das jetzt selbst erlebt, als Figur, als Brösel, wo ich sage, glaube nur das, was du beschwören kannst, was du, egal auf welcher Lebensseite, auf welcher Seite deines momentanen Programms, das du schon durchschaut hast, natürlich jede Seite jetzt, jeden Moment jetzt, was du mit eigenen Augen gesehen hast und am eigenen Leib erlebt hast und alles, was du vom Hören sagen kennst. Verwirklichst du, wenn du es glaubst, und wenn du es nicht glaubst, sind es Verschwörungstheorien. Interessanterweise ist von den jetzt bewusst ausgedachten Verschwörungstheoretikern sind die offiziellen Medien, und ich weise nur noch mal darauf hin, das Wort officio im Lateinischen heißt hinderlich sein und im Weg stehen. Auf dem Weg in deine eigene wirkliche Freiheit, in das Selberdenken, in das bewusste Selberdenken. Diese offiziellen Medien sind alles Verschwörungstheorien, von den Verschwörungstheoretikern ausgesehen. Von den offiziellen Medien sind die Verschwörungstheoretiker die Verschwörungstheorien. Aber egal, ob du zu der einen Gruppe oder zu der anderen Gruppe dich selbst zählst, darum sage ich immer wieder, mach dir bewusst, bei welchen Informationen, die in dir auftauchen, wenn du ins Internet gehst, wo du innerlich Beifall klatscht. Du kannst dir als Geist eindeutig bewusst machen, wo dein momentaner Charakter, dein Abi, dein Schwamminhalt dich hintreibt, in welche Einseitigkeit. Was du richtig empfindest wie das andere. Ich sage, es ist einfach nur. Egal, welche Seite du aufmachst, es erscheinen Schriftzeichen oder irgendwas auf deinem Bildschirm oder auf einem fetzen Papier. Und es ist einfach nur. Und jetzt sind wir wieder beim Thema, was du aus den Worten machst, aus den Geräuschen machst, wenn du ein Video laufen hast, was ja nur Worte in Geräuschform sind. Bestimmt dein Auslegungssystem, nicht die Worte. Das ist das, was vollkommen neu ist. Und jeder pocht drauf, dass er recht hat. Kommt mir gerade in den Sinn, ich habe gestern extra 3 angeschaut, das ist so ähnlich wie die Heute-Show von der ARD. Das war so unendlich erbärmlich mainstreamig. Da wurden die Verschwörungstheoretiker wurden lächerlich gemacht. Und ich sage immer wieder, all das, jetzt denke ich, wir reden jetzt mal ganz normal, diesen Moderator, den ich mir jetzt bewusst ausdenke, bleiben wir mal im normalen materialistischen Denken. Den ist gar nicht klar, dass was er die Daten und die Zahlen, die er von sich gibt, dass er die genauso irgendwo vom Hörensagen kennt, wie die Verschwörungstheoretiker ihre Sachen vom Hörensagen kennen. Bloß er weiß, er benutzt die richtige Quelle. Ich sage dir, weder die Verschwörungstheoretiker noch die offizielle Mainstream-Meinung benutzt die richtige Quelle. Ja, klar. Es sind Perspektiven. Die wirklich richtige Quelle ist das doch mal das Internet, wo ich sage, das ist Gott. Es ist die Quelle aus all das, was in dir medial entspringt. Es ist natürlich schon das Mediale, das Medium. Wenn du dir das jetzt anschaust, da kommen wir immer zuerst mal MD. MD, ja. Der Vermittler. Da bist du weit weg vom Vermittlern. Wenn wir es hebräisieren, kriegst du bei MD blau gelesen, nämlich zuerst mal eine Gestalt gewordene Öffnung. Und MD, wissen wir, heißt zum einen zuerst mal etwas messen. Etwas ausmessen. Ein Messgerät. Und dann ist es aber auch eine Uniform. Ja.
Messen wiederum, MSen kann ich zuerst einmal lesen als gestaltgewordenes Sein, blau gelesen natürlich. Immer daran denken, wenn wir von Sein reden, meinen wir das rot geschriebene Sein, Geist, Sein, Bewusstsein, es ist nicht existieren, oder meinen wir das blau gelesene Sein, was dann eigentlich existieren ist. Man achte auf Ex herausgegräsen und auf das Tier. Ex ist Tiere. Ein Tiersein. Bei eigener Definition. Sind nicht alle Weißen deiner Welt, hast du mal bei eigener Definition Primaten? Bri heißt übrigens Frucht auf Hebräisch und Mord als MD gelesen, die Frucht einer gestaltgewordenen Erscheinung, das ist Tod. Das hebräische Wort, die gestaltgewordene Erscheinung. Die Frucht, das sind Todeerscheinungen. So viele Erscheinungen, wenn wir es latinisieren. Aber es sind existierende Erscheinungen, sind was Existierendes. Und was Existierendes überlebt nicht. Weil alles, was existiert, wieder zurückkehrt in diese wirkliche Einheit. Von Augenblick zu Augenblick. Werd doch endlich wach und beobachte das in dir. Jedes Wort, jedes Geräusch taucht auf und zack, ist es im selben Moment schon wieder weg, weil was jetzt auftaucht, wird er jetzt wieder verschwinden. Du musst erst einmal wissen, was das jetzt wirklich bedeutet, das ewige Hier und Jetzt. Dann bist du ein Meister des ewigen Lebens geworden, der von Augenblick zu Augenblick stirbt und in einem neuen Körper wiedergeboren werden, weil dein Körper ist deine Traumwelt. Das ist die Grundvoraussetzung zu begreifen, als träumender Geist hast du als Körper eine ständig verwandelte sich Traumwelt, als Trockennasenaffen bist du chronologisch und dann wirst du dich vom Säugling bis zum G3S entwickeln. Wo natürlich auch jeder Moment jetzt ist, das Durchlesen des Buches, wie ich das immer nenne. Beim träumenden Geist ist dir klar, da ist im Hintergrund eine Einheit und dann haben wir diesen ständigen Wechsel bzw. die Gnede, die sich umformt. Das ist die hundertprozentige Wirklichkeit. Ansonsten musst du immer wieder die höheren Ebenen erreichst du, wenn du die unteren verlassen hast. Wenn wir das wieder chronologisch sehen. Sonst wiederholst du, das ist täglich grüßt das Mal mit dir. Drum hast du diese Filme nicht, weil da irgendwo irgendwelche in der Vergangenheit Filme gemacht haben. Dein Traum ist voller symbolischer Bilder. Und die musst du irgendwann einmal zusammensetzen. Und das ist schon dann passiert, wenn du weißt, es kommt jetzt aus mir. Da muss in mir eine tiefer liegende Einheit sein, aus der das alles als Einzelfacetten entspringt. Das, was du Internet nennst, ist eigentlich nur die moderne Bezeichnung für Gott. Da habe ich so oft darauf hingewiesen. Im Internet ist alles verbunden. Ich kann mir jetzt wieder verschiedene Server und Einzelcomputer ausdenken, dann sehe ich den schon wieder auseinander wie ein Netz. Es bleibt aber hier eins. Das ist das, was ich immer wieder sage, mit unserem einen Licht in dem ersten Tetraeder spiegeln. Und das Schöne ist es nicht, du musst nicht Menschen davon überzeugen. Und so ist es immer so ein Schmunzeln, wenn du jetzt zum Beispiel, ich wundere mich immer, wenn ich, jetzt bleibe ich immer wieder ganz normal, die Hartnäckigkeit, wenn ich Videos, wenn Selbstgespräche auf YouTube anschaust, da sind immer Daumen oben und Daumen nach unten. Ja, ja. Und man neigt dann immer wieder dazu, wenn man jetzt sehr wach, wenn man nicht wach ist, Entschuldigung zu sagen, was sind das eigentlich für Idioten? Ich möchte einfach diese Deppen mal einen haben, der den Daumen nach unten macht. Das habe ich schon so oft gehabt, wenn sich eine aufregt, sage ich, lass uns mal gemeinsam hinsetzen, ohne zu diskutieren. Und wir lesen jetzt miteinander mal Satz für Satz. Und dann sag mir bitte, was die Ursache war, dass du den Daumen nach unten gemacht hast. Was dich aufgestoßen hat. Habe ich ja mit einigen schon gemacht. Mit einigen wenigen, ich rede jetzt ganz normal und komischerweise haben die dann plötzlich festgestellt, dass das so einseitige Auslegungen waren, dass die so voller Vorurteile waren. Das ist ja die tiefe Metapher mit diesen, wo ich immer darauf hinweise, ich habe so viele extreme Metaphern, aber dieses Zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Wo ich sage, diese Filter sind so unendlich massiv. Das ist diese einseitige Rechthaberei. Wenn du die nicht opferst, wirst du leiden. Du leidest bis in alle Ewigkeit. Ich verspreche es dir. Ja. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Keine Drohung. Immer dran denken. Ich drohe nicht. Ich weise dich auf etwas hin. Und wer nicht hören will, der muss fühlen. So ist es. Wenn du willst, bis in alle Ewigkeit. Es ist nicht irgendein Akt, den du als Persona tätigen könntest.
Ich rede mit dem, der sich immer noch mit einem Körper, mit einer Person verwechselt. Es ist immer so die Herzlosigkeit, jetzt in dem Gespräch, wo ich sage, die Kranken, die Alten, die in den Altenheimen diese Zweckzwiebel. Ich sage, du hast doch wieder Vorstellung. Bist du dir so sicher, dass die alle möglichst lang noch am Leben bleiben wollen, wenn sie in ihre Betten liegen und sich die Windeln voll scheißen? Meinst du nicht, dass da viele was drum geben wird, wenn sie einfach einschlafen? Das heißt genau genommen wach werden. Wir sind ja wieder einschlafen und wach werden ist ja auch wie Wellenberg und Wellendorf. Dass das, was die Logik der normalen Menschen in ihrem Wahn existieren, das möglichst lang am Leben erhalten zu wollen, mit ständigen Wiederholungen im Hier und Jetzt, dass das eigentlich ein Geschenk ist, was die als Strafe ansehen oder als Leid ansehen, weil sie nicht loslassen können? Was meinst du, dass die Leute diesen Satz hören und innerlich hochgehen wie eine Granate vor lauter Hass? Wie kann man sowas behaupten? Wie herzlos ist der eigentlich? Weil für die alles nur falsch und verkehrt und böse ist, was ihnen unlogisch erscheint, was ihnen aber gar nicht klar ist, dass eigentlich das Böse ihre eigene Logik ist, das Unvollkommene. Und das wirst du niemals abstellen können in Menschen, die du dir ausdenkst, weil das Spiegelbilder von dir selbst sind. Du musst es in dir abstellen. Du kannst dich vor dem Spiegel hinsetzen, eine Fratze ziehen, dann hast du eine Fratze gegenüber und dann schreit die ständig an, fang endlich an zu lächeln! Fang endlich an zu lächeln, du Arschloch! Versteh doch endlich, du musst zum Lächeln anfangen! Ja. Der hört dich nicht. Der im Spiegel hört dich nicht. Der ist der Gedanke, der ist was Existierendes. Du musst jetzt begreifen, dass der vor dem Spiegel auch was Existierendes ist. Ja, genau. Dass du das vollkommen machen musst, in dem Moment, wo du zuerst einmal das Gegenteil machst. Das ist der Übergang in unseren vier Phasen. Es ist ja immer gleichzeitig. Das heißt, ich sage mal, minus hüben und minus drüben gibt es erst einmal ein Plus, eine Verbindung. Minus mal minus gibt Plus. Drum ist Materie Geist, Materie ist Energie. Aber nicht, wenn du es einseitig auslebst. Ja. Genau. Das heißt, wenn du das Geschrei im Spiegel hast und du bist der Spiegel in der Mitte, der sich ja beide ausdenkt, hey, Geschrei und Geschrei bin ja ich, das ist ja das Bewusstsein, ich platze ja bloß auseinander, aber dann erlebe ich nichts und jetzt kommt es, weil mir die Ebenen wechseln, dass du zum Lächeln anfangen musst. Du musst mit denen im Spiegel gar nicht reden, mit deinen immer dran denken, die um dich rum, die das Geschrei machen, das sind ja die Facetten, die ich dir vorlege, die noch in dir drin sind. Wenn du jetzt, du kannst ja nur einen einzigen steuern, nämlich den, den du zurzeit zu sein glaubst. Jetzt der Geist, der sich selber bewusst verändern will. Ich lächle jetzt ganz einfach und was passieren, die um dich herum können gar nicht anders. Denk wieder an mein Beispiel, du gehst spazieren. Du gehst an Leuten ganz neutral vorbei, die laufen an dir neutral vorbei. Du fokussierst dann und schaust ihnen ganz bewusst ins Gesicht. Du schaust immer in dein eigenes Inneres rein und lächelst, dann spiegelt sich dein Lächeln. Jetzt, wenn ich natürlich sage, das passiert bei allen, wären wir nicht ganz vollkommen, weil dann wären wir ja schon wieder einseitig. Dann passiert das bloß bei vielen. Aber wir haben dann wieder welche. Wir brauchen immer die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Super. Du musst der Erste sein. Du musst der Erste sein, der sich in die Ruhe bringt, in der du eigentlich immer bist, wenn du weißt, wer du bist. So ist es. Das ist die Medizin. Und glaub es mir, es ist kein Größenwahn, wenn hier wer auch immer, egal durch wen oder durch was, ob das jetzt ein Pixelmännchen ist mit einem Lautsprecher, ob das eine Person ist, die in einer gewissen Entfernung vor dir zu stehen scheint und zu dir spricht, obwohl sie nur auf deiner Farbbrille ist, egal durch wen ich zu dir spreche. Du musst der Erste sein, der begreift, was du bist und du musst damit beginnen. Kein anderer. Innen. BG innen. Im Geist innen. Oder der polare Geist ist innen. Amen. Amen. Das ist das große Geheimnis. Darum sage ich, das Schöne ist, das wäre deine Freiheit. Das Thema ist immer wieder die Freiheit. Ich sage also, ausgedacht, es hat keine Freiheit. Es ist ausgedacht, ein Dasein müssen, so wie es gedacht wird.
Aber wie ein Denker, ein ausgedachter Denker hat auch keine Freiheit. Weil der das denken wird, was der sich den Denker ausdenkt, denkt, dass der Denker denkt. Du merkst, jetzt verschiebt sich das in diesen Zweierschritten, wo ich gesagt habe. Super. Mal unsere blauen Ichs. Ich sage immer zu einem kleinen blauen Ich, eine intellektuelle Kollektion, kannst du das mal ein kleines blaues Ich, eine Maske, die projiziert. Das ist das Arrangement eines Einzelbildes. Das wiederum ist eine Facette von einem großen blauen Ich, von einem Programm. Das ist es. Dieser Aufbau können wir immer Zweierstufen machen. So ein roten Ich, so wie jetzt zu einem Programm, hast du mal einen Körper gehört auf irgendeiner Seite, gehört dann praktisch hier zu einem roten Ich, hast du mal ein blaues Ich, ein Buch, Lebensgeschichte, ein Schwamminhalt. Klingt nur das erste Mal sehr kompliziert, wenn man die ganzen Selbstgespräche gehört hat, macht das jetzt bloß blink, Heureka. Und wenn das nicht funktioniert, muss man das halt wiederholen. Wiederholen. Shin und He heißt Schlaf. Und es heißt wiederholen und es heißt lernen. Das ist das Geheimnis der Vordersprache. Nicht irgendwie was wild zusammengedacht ist, das im Widerspruch zu irgendwas anderem steht. Dass du merkst, ab einer gewissen Reife kommst du an den Punkt, dass du dir lieber 5, 6 Mal Selbstgespräche anhörst, bevor du irgendwas anderes anhörst. Und solange du dich von dem anderen noch angezogen fühlst, haben wir wieder die Sache wie in dem Steinerbuch. Du schlägst Zeitnot auf der einen Seite oder du kannst dasselbe ansehen und plötzlich siehst du in den ganzen Filmen was ganz was anderes. Aber erst dann, wenn du die Vordersprache verstehst. Drum immer wieder, alles, solange du die Vordersprache in den Grundlagen nicht installiert hast, ist jedes Buch, das du liest, jedes, egal ob das ein wissenschaftliches Buch ist, ob das ein religiöses Buch ist, ist vollkommen unnütz. Weil du ja nur in deinen extrem unvollkommenen, einseitigen Auslegungen lebst. Was du meinst, du wisst es, was in dem Buch drinsteht. Ich weiß ja, was Steiner gesagt hat. Ich weiß ja, was in der Bibel drinsteht. Jeder religiöse Mensch meint, er wüsste, was in der Bibel drinsteht. Wenn man mal zu den Christen, ich sage bloß, liebe deine Feinde, weißt du wirklich, was das bedeutet? Und dann schau mal in dich rein, wie viele Feindbilder du hast. Bis hin in Kleinigkeiten, wo du dich aufregst, wo du dich störst dran. Es ist so eine maßlose Selbstüberschätzung in den normalen Menschen, die dir immer mehr bewusst wird, wenn du das anschaust, weil das immer noch Spiegelungen von dir selber sind. Und irgendwann wirst du dann anfangen, im Kleinen dich zu heilen. Das Einverstandensein lernen. Solange bist du das Eine, dieses Nicht-Existierende, das du selbst bist, wirklich absolut verstanden hast. Super. Und dann wirst du feststellen, um das zu verstehen, ist überhaupt kein intellektuelles Wissen nötig. Okay. Und so, das kann nur der verstehen, der selbst, rot geschrieben, Bewusstsein ist, der selbst Geist ist, der selbst ewig ist, alles rot geschrieben. Und das bist du, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Ob du das jetzt glauben willst oder nicht, hängt davon ab, wie sehr du aufgrund deines dogmatischen Glaubens mir glaubst, diesen Worten glaubst, oder mehr deinem Schwamminhalt glaubst, der dich zu einem sterblichen Säugetier macht, das ums Überleben kämpft. Das nur Einseitigkeiten anstrebt. Gesund sein will, eventuell reich sein will, zumindest will, dass es reicht, dass ich gut über die Runden komme. Musst du mal auf die Worte achten, was da drin steht. Dass ich möglichst lange glücklich lebe in einer Welt voller Frieden. Merkst du, das ist alles Entheiligung. Oh, schau, da kommen die Phoenix. Schau mal. Oder wir sind reich. Wir sind reich, mein Fedding. Ist gerade auf, hi Feddings. Ich hoffe jetzt wieder, weil das Skype immer wieder bei Aufzeichnungen spinnt, aber das ist, es soll so sein, wie es ist. So ist okay. Es. Okay, alles klar. Oh, alles. Wunderbar, Udo, alles lasst gut. Lasst mich einmal raten. Ihr taucht jetzt in mir auf, weil ihr mir sagen wollt, dass die letzten Selbstgespräche total klasse waren. Richtig. Hey, ich bin ein Gedankenleser. Und es ist aber nur deshalb, ihr seht es nur deshalb so, weil ihr Gehirn gewaschen seid. Richtig. Aber gerne. Menschen, die glauben, selbst denken zu können und eigene Meinung zu haben, für die ist das alles bloß blödes Geschwätz.
Und ich sagte, das ist nur dann der Fall, weil sie nie richtig zuhören, was ich eigentlich erzähle, wenn der Udo in ihnen auftaucht. Weil sie schon mit lauter Filtern und Vorurteile was wegzappen, weil es kann nicht sein, was nicht sein darf, und dann ist das eh alles falsch. So ist das, ja. Es ist nicht falsch. Und dann doch wieder, weil falsch kommt ja von Faller, von Falle. Das ist der Fall, ja. Ich bin der göttliche Fallensteller. Ein Fischer ist doch auch in einem gewissen Maße mit seinem Haken. Ja. Ist auch in einem gewissen Maße. Ich könnte auch mal sagen, ich angle nicht eine sogenannte, wie nennt man das, eine Schnurangelung, sondern ich angle mit Reusen. Mhm. Ich kann ja auch Fische mit Reusen fangen. Ja. Ja, ja. Was ich auch immer ja. damit sagen will. Ja. Ja, ja. Ja, genau. Ja. Oder mit einem Schleppnetz. Ja. Kein Auskommen. Und vor allen Dingen keine Verletzungen. Ja. Ja, so ist das Leben, Leute. Wir haben so eine schöne Übergangszeit. Das ist, wo man sich dem Wahn der Rechthabereien bewusst macht. Ja. Ich wiederhole jetzt nicht nochmal, was wir jetzt gerade vorher gesagt haben. Das könnt ihr euch anhören, wenn ihr das wiederholt. Immer wiederholt, dann im Schlaf geht es. Dass man im Hier und Jetzt, im Schlaf kannst du alles jetzt wiederholen. Es benötigt keine Zeit im Schlaf. Wie die Worte Schlaf ist schon sagen. Das ist Shin und He. Mhm. Und dass gerade jetzt hier diese Einseitigkeiten so zutage treten, die Rechthabereien der Fachleuten, und jeder vertraut seinem Fachmann. Aber wer bestimmt jetzt, wer ein Fachmann ist? Was ist die Ursache, dass du irgendeinem Fachmann vertraust? Weil deine Logik sagt, aus welchem Grund auch immer, sagt dir, der hat Recht, der hat eine Ahnung. Und wenn dann irgendeiner was anders behauptet, kann der zwangsläufig keine Ahnung haben. Aber wer bestimmt das alles? Ja. Das ist, schau, das spielt nur an. Darum erwähne ich immer wieder, beobachte dich selber, was du als Figur magst und wie du auf die Bilder, wenn du ins Internet gehst, wenn du im Fernsehen eingeschaltet hast, jetzt vor dem Fernseher sitzt, als Brösel ausgedachterweise, wie du darauf reagierst, beobachte deine Interpretationen, beobachte, bei welchen Aussagen du Beifall klatscht innerlich und bei welchen Aussagen du sagst, was ist das für ein Blödsinn? Wie kann man sowas glauben? Du machst dir dann deine Einseitigkeit bewusst. Und das muss immer werden. Du musst dieses Bewusstsein, muss jeden Moment da sein. Darum sage ich, immer wieder zurückschalten. Mach dir bewusst, was jetzt da ist. Und dieses Jetzt verändert sich schon durch dein Denken. Da gehört auch dein Denken, deine Interpretation dazu. Ja. Dieses unendliche Geflackere von dir in unterschiedlichen Schichtungen. Ja. Wo du dich hinfokussierst, auf ein rein sinnlich wahrgenommenes Bild auf deiner Verabrede, das ist sowieso noch Unbewusstsein. Viel interessanter wird, wenn du deine ständigen Interpretationen dieser Bilder auf der Farbbrille dir dann anschaust. Wie du zwanghaft reagierst. Da kann natürlich jetzt auch die sinnlich wahrgenommenen Geräusche dazu. Irgendein kleines Geräusch und du denkst an einen Vogel, du denkst an eine Aura. Ja. Mhm. Das ist das Klingelingeling-Beispiel. Ja. Und dann schau wieder in dich rein und du bist felsenfest überzeugt, dass es gezwitschert hat, weil da außen ein Vogel ist, der gar nicht da ist, wenn du ihn nicht denkst. Dass du plötzlich ein Geräusch hast und du sagst, jetzt kommt ein Zug und du meinst, das Geräusch, das du gehört hast, ist die Ursache der Zug, der da ist, bevor du ihn gedacht hast. Es gibt kein vor dem, was du denkst und kein nach dem, was du denkst. Es gibt bloß diese ständige Umformung. Das erkläre ich mit dem Klingelingeling-Beispiel. Ja. Das ist eine schöne Gedankenspielerei, Glaubenfeld. Das ist keine schöne Gedankenspielerei. Das ist ein elementares Lebensprinzip. Ja. Für einen Geist, der ewig lebt. Wenn du auf die höheren geistigen Ebene kommen willst. Ja. Da müssen wir nicht diskutieren. Wo ich immer wieder sage, du hast eine Logik, eine raumzeitliche Logik, wo das Gesetz von Kausalität, von Ursache und Wirkung umgedreht wird. Und dass die ganzen normalen Schriften so voller Fehler sind, es ist unglaublich, glaubt es mir. Das ist, wenn ich immer wieder darauf hinweise, es klingt so, selbst das sage ich. Ich zeige dir in meinen Physikbüchern zum Beispiel, in den naturwissenschaftlichen Büchern auf jeder Seite so eklatante Fehler, Fehlteile und Unmöglichkeiten, die als Ursache für irgendwas definiert werden. Mhm. Dass ich nur sage, zeig's mir.
Okay, ich gebe dir Stimmgabel in die Hand und ich sage, du hast überhaupt kein Messgerät und dann schlagen wir das an und dann sagen wir, wie will irgendeiner feststellen, mit wie viel Schwingungen in der Sekunde die Stimmgabel hin und her schwingt, was angeblich im 17., 18. Jahrhundert entdeckt wurde, wo es da überhaupt keine Messgeräte, keine ausgedachten gegeben hat, um das festzustellen. Ja. In keinster Weise. Logische Konstrukte. Ja. Die elektromagnetischen Wellen, das Licht, den Magnet, die magnetische Kraft kannst du feststellen mit einem Magnet und einem Eisen. Da merkst du, da zieht sich was an. Ja. Aber was schon wieder der nächste Blödsinn ist, Peter. Wie kann sich was anziehen, eine Kraft, das nicht auseinander ist? Wenn du mal begriffen hast, was ist das eigentlich? Ja. Mach jetzt nur Bing, dann weißt du, was ich meine. Ja. Immer wieder, ja. Das so kann der Löffel das Glas, den Glasrand nicht berühren, weil er nicht auseinander ist. Ja, genau. Das sind Formen von 200 Gramm rote Gnede, je nachdem, wo du den Fokus drauf legst. Ja. Mhm. Ja. Wahnsinn, ja. Super. Ja. Räume mit dem Geist ist alles an derselben Stelle hier. Ja, das ist das Spiel. Wir blättern mal zurück, ihr seid ja alte Holo-Feeling-Hasen. Wir blättern mal 22 Jahre zurück. Ich habe euch vor 22 Jahren gesagt, wenn du jetzt an die Erde. Okay? Das ist die eine Seite. Und dann sage ich, wie schon weg und jetzt denkst du an den Sandkorn, an den Fußball, an den Dom, den Elektron. Du denkst dir in all diesen Fällen, denkst du dir Kugel. Ganz grob. Ist jetzt die Erdkugel, die du dir denkst, diese Kugel, die nur ein Gedanke in deinem Kopf ist, ist die als Ding an sich jetzt größer wie der Fußball, den du dir denkst danach? Wie groß ist das eigentlich in deinem Kopf? Es ist nur die reine Kugelform, der du anhand deines intellektuellen Wissens eine Größe zusprichst, die du dir ausdenkst, vor dich hinstellst, größer oder kleiner. Ja, aber das, was du dir ausdenkst, ist trotzdem nicht da außen. Zweites Gebot, es ist nur in deinem Kopf. Ja. Es ist gleich groß und kriegt Größe erst durch vorgestellte Bemaßung. Ja. Das ist hundertprozentig sicher. Ja. Es sind wahnsinnige ja. Spiegelungen, ja. Alles nur Spiegelungen eines Wahnsinnigen und das kann man jetzt nicht länger mit ansehen. Darum bin ich in dir als Brüssel-Udo auftaucht. Super. Danke. Das muss dir ja mal gesagt werden. Es war höchste Zeit. Auch so ein Satz vermute, ich sage, ich kann dir die Nase plus 2 Zentimeter über die Scheiße halten, wenn du dann immer noch nicht merkst, was stinkt. Die Scheiße ist dein momentaner Glaube, dein fehlerhafter Intellekt, dein Schwamminhalt, für den du nichts kannst. Ich sage immer, ich nehme alle Schuld auf mich. Aber sag, das schreit dann doch mittlerweile an. Ja. Aber wenn man taub ist, hört man das Schreien. Es ist diese Rechthaberei um dich herum. Es ist immer dran denken, es sind Spiegelbilder deines Intellekts. Ja. Und jetzt, auch wenn du dich darüber erhebst und du merkst, es ist ja bloß einer von vielen intellektuellen Systemen, eins von vielen Programmen, ich bin der Computer, ich habe aber bloß das eine Programm laufen. Dann fängst du an, dich für die anderen Programme zu interessieren, die ja schon in dir in Facetten auftauchen, nämlich in Meinungen von Personen. Jeder Mensch ist ein eigenständiges Programm, ein eigenständiges Buch im Bücherregal, das wiederum bloß in die Welt der Perspektiven führt. Ich verweise noch mal kurz an das letzte Selbstgespräch mit dieser Aussage, wenn wir uns jetzt hier ein Zimmer denken, wo drei Menschen an einem Tisch sitzen, wie viele Tische sind jetzt eigentlich vorhanden? Ja. Dann kann ich sagen, erst einmal in jedem dieser Köpfe ist eine Perspektive des einen Tisches. Ja, der vierte. Der Materialist wird sagen, da ist bloß ein Tisch. Das wird natürlich dann in der Philosophie noch viel feiner gestuft, weil jetzt kannst du nicht sagen, die machen sich ihre eigenen Gedanken drüber, das sind deine Gedanken. Es sind deine Gedanken, die du wachrufst, weil du plötzlich eine Datei öffnest, die dich normalerweise nicht interessiert, wenn du Philosophie liest. Es ist wundervoll, wenn du mal die Platon-Dialoge liest. Es ist nicht ein Hexenwerk. Die Platon-Dialoge sind eine Handvoll Bücher. Die kann man alle lesen, wenn man sich darauf einlässt. Aber für die gilt dasselbe Prinzip. Das heißt, du musst erst einmal gecheckt haben, es hat in der Vergangenheit nie, dass ja der Akteur, der Protagonist in den Platon-Dialogen ist ja meistens, jetzt habe ich ein Blackout. Spinne ich jetzt?
sagen wir es, der Platon selber tritt in dem Platon-Dialog nicht auf. Menon-Dialoge. Ach so. Nein, Menon ist Sokrates. Ist mir jetzt nicht einfallen. Warum hast du mir das jetzt nicht einfallen lassen? Ich wollte ihn ein bisschen zappeln lassen. Siehst du, der Udo, es ist ja immer die Hauptfigur bei Platon, ist ja Sokrates, der angebliche Lehrer von Platon. Und dann der Menon-Dialog, ist der Menon mit dabei und so weiter und so weiter. Die haben dann immer den Namen der Dialogpartner. Mhm. Und es ist unendlich Weisheit, wo dein Denken etwas beweglicher wird. Aber es nützt dir alles nichts, wenn du nicht begreifst, dass es deine Gedanken sind, dass die Figuren von dir ausgedacht werden, dass es nur Protagonisten in einem Raum sind, die niemals in der Vergangenheit waren, sondern die hier und jetzt in dir auftauchen, weil du eben eine gewisse Datei zu Vorstellungen machst in deinem Kopfkino. Ja. Und das alles, was diese Figuren jetzt sagen, ist jetzt erst einmal die Grundlage wieder eine Datei, das ist das Buch, das du durchrasterst. Mhm. Ja, ja. Was ist jetzt eigentlich der Unterschied, ob du ein Buch, einen Roman lesen tust oder ob du DVD laufen hast? Es ist nur komplexere Form, es ist ein statisches Raster, das im einen, was das Buch anbelangt, von dir aufgrund der Interpretation deiner Worte zu ganz subjektiv geprägten Vorstellungen werden und Meinungen, wie du darauf reagierst, jeder Leser fasst es anders auf. Das ist ja die Eigenart und sehen ja die Leute das so unterschiedlich, wenn ein und derselbe Text gelesen wird. Jetzt sind wir wieder beim Thema. Klatsche ich bei einem Text innerlich Beifall oder verzieht es mich gleich, dass ich sage, was ist das für ein widerliches Geschwätz? Ja. Ich sage, Qualitäten sind nicht in dem, was du anschaust. Ein Film hat keine Qualität, ein Buch hat keine Qualität. Qualitäten entstehen durch den einseitigen Ausleger. Das ist eine Weisheit, die findest du in keinen anderen Büchern, so wie die Vatersprache du auch in keinen anderen Büchern findest. Das sind Wundersysteme vom Buch der Bücher. Mhm. Ja. Wir reden von Sachen, die hundertprozentig sicher sind. Wenn einer diskutieren will, wenn du dich jetzt dabei merkst, dass sich was in dir aufbäumt, das ist ein klares Zeichen, dass du nicht loslassen willst. Und immer dran denken, du verlierst mit Holofeeling nichts, du gewinnst unendlich viel mehr dazu. Weil auch das, was du jetzt glaubst, ein wichtiges Puzzlestück vom Heiligen Ganzen ist. Es ist nichts, was du bisher gelernt hast, umsonst gelernt gewesen. Jetzt muss man nur wissen, ich rede von Lernen 3. Mhm. Ja, ja, ja. Das, was du in der Schule lernst, ist unnötiges Zupfropfen mit Wissen, das es gar nicht wert ist. Das ist nämlich alles Kategorie 1 und Kategorie 2 Wissen. Die ganzen Probleme, die jetzt die Figuren in deinem Traum wälzen, sind alles Kategorie 1 und Kategorie 2 Fragen, wo sie Kategorie 1 und Kategorie 2 antworten wollen. Mhm. Machen wir dieses oder machen wir jenes? Mhm. Wann hört die Quarantäne auf? Zukunft. Mhm. Wenn du was geistreich gelernt hast, dann wirst du feststellen, du fragst dich nie mehr, wann irgendwas in der Zukunft passieren wird. Ja. Die Fragen sind vollkommen weg. Also frag dich nicht bitte, wenn du jetzt der Peter Fetting bist, wann werde ich sterben? Immer jetzt. Jetzt. Das ist von Augenblick Frage. Zu Augenblick. Ja. So ist das, ja. Wann hast du damit angefangen? Jetzt. Es gibt keine Vergangenheit und keine Zukunft. Und was jetzt passiert mit Holofeeling, dass das, was die Esoterik hintergrundstechnisch immer wieder so oft gesagt, tausendmal, wir sind ja, es gibt ja nur hier und jetzt. Beobachte, was sie denken, was sie glauben, wie sie funktionieren. Einfach die Protagonisten in einem Traum beobachten, wirst du feststellen, die wissen ja gar nicht, was sie sprechen. Es sind geistlose Sprecher, Schwätzer. Ja. Der Geist bist du und sie sind losgemacht in dir. Und unser Los ist ja das pur. Ja. Ja. Es ist übrigens sehr interessant, wenn man das etymologisch nachschaut, das Lösen, was das Lösen eigentlich bedeutet, wenn man das einmal in der Etymologie anschaut. Mhm. Kannst du mal selber den Spinnen. Mhm. Okay. Und das ist eigentlich hier dieses in die Tiefe des Wortes gehen. Das ist natürlich die normale Etymologie, die zur Zeit zugänglich ist, immer nur der erste Einstieg ist. Und dann spitzt du und dann fängst du an, das Ganze zu hebraisieren. Und dann geht es eigentlich erst wirklich los. Wobei ich immer darauf hinweise, dass die momentanen Hebraisierungsregeln, dieses Umsetzen, wirklich extrem vereinfacht und kindgerecht sind. Ganz, ganz leicht zu lernen. Da gibt es so viele Sonderregelungen und Möglichkeiten, die du zusätzlich noch hast. Wo jetzt manche schon ein bisschen flexibler werden. Ich sage, erfind doch einfach neue Regeln. Du bist ein Gott, verdammt nochmal. Vollkommen neue Regeln, die weit über deine Regeln hinausgehen.
aber die eigentlich nicht außer Kraft setzen. Mhm. Jetzt könnte ich wieder springen in Du bist ich, dieses eine der wenigen Zitate, der längeren Zitate von Feynman, das die Wissenschaft schon längst aufgehört hat. Wir brauchen was vollkommen Neues. Ja. Das vollkommen Neue muss derart gestaltet sein, dass es zuerst einmal alles, was bisher erkannt wurde, richtig bleibt. Ja. Aber trotzdem weit darüber hinausgeht. Das ist Holophilie. Alles, was du bisher geglaubt hast, bleibt nach wie vor richtig. Ja. Bloß, dass du jetzt merkst, dass deine Vorstellung von richtig eigentlich nur eine Perspektive einer höheren Kollektion war. Das war vollkommen sich dann nur. Und das Irre ist, solange du diese einseitige Vorstellung von richtig in dir drin hast, kannst du die höheren Dimensionen nicht sehen. Darum musst du das erst einmal opfern. Wenn du mir dein jetziges Leben opferst, kriegst du ein vollkommen neues. Dein Leben ist letztendlich das Programm, das in dir läuft, das du erlebst. Du erlebst nur dieses eine einseitig funktionierende Programm. Du musst es, meine Geschichte mit dem H, mit dem Buchstaben. Du musst es aufgeben, weil der wehrt sich massiv dagegen. Er will ja nichts anderes, weil alles, was nicht H ist, ist unlogisch. Alles, was meiner Logik widerspricht, wird bekämpft, weil es mir gefährlich erscheint. Das suggeriert mir zumindest meine Logik. Oder unmöglich erscheint. Suggeriert mir meine Logik. Solange das in dir drin ist, diese Filter, kommst du nicht weiter. Also opfere diese Logik, setz dich für einen kleinen Moment auf Null, mach dich zu einer Tabula Rasa, sage ich immer wieder. Und dann nehme ich dir das Haar weg, diese Logik weg, und dann spiele ich dir ein Wort für diesen Buchstaben ein. So eine tiefe Metapher. Und jetzt hast du wieder ein Programm und du fährst hoch und du wirst plötzlich feststellen, dass ich dir das Haar nur weggenommen habe, weil wenn das Haar, solange das Haar in dir läuft, kann ich dir nichts Neues einstellen, weil das Haar sich dagegen wehrt. Sachen, die habt ihr vor 22 Jahren schon gehört. Wahnsinn. Es ist ja wie alles anders, weil das hört man, es ist irgendwie logisch, die Metapher ist logisch. Ja, schätze ich einen Dreck drum um diese höhere Logik. Ja, wenn ja, das Rechthabertierchen wieder in dir der zweite aufblüht, wenn du dich wieder verteidigst, wenn du wieder Recht haben willst, wenn du anfängst, mit irgendjemandem zu diskutieren. Mhm. Und dann mach dir bewusst, diskutierst du jetzt um Holofeeling? Dann hast du Holofeeling nicht verstanden, weil dann wirst du aufhören, mit irgendeiner Figur in einem Raum zu diskutieren. Du wirst nicht mehr müde, das zu erklären, wenn du den Eindruck hast, dass diese Figuren neugierig sind und zuhören anhand der Physiognomie. Wobei dir klar ist, es ist niemals die Persona, die Maske, die dich versteht. Sondern das ist in einem gewissen Maß, dass die Filter offen sind, dass du durchdringen kannst zu dem Kern hinter der Maske, der nur eine Facette von dir selber ist. In den meisten Leben ist das fast nie der Fall. In den meisten Leben ist das was sehr Persönliches. Man gibt dann irgendwann einmal auf, mit Menschen um sich herum über sowas zu reden. Jetzt haben wir einen Stand, wo es zumindest eine Handvoll Masken gibt, wo hier zumindest Ansätze da sind. Meine berühmten 100 Affen. Oh ja. Aber die haben trotzdem ihre Einzelleben. Weißt du, wir können jetzt stundenlang wieder reingehen und Aufwächerungen machen. Du wirst merken, das geht von alleine. Ich sage immer, ich mache jetzt immer nur jetzt wieder einen Gedanken an einen Bezi und viele andere, Bezi und Konsorten und viele andere, die sich lange dagegen gewehrt haben, normal gedacht, jetzt raumzeitlich gedacht und irgendwann, verdammt nochmal, ich setze mich jetzt hin und ich und dann diese Verwandlung in einem selber, was passiert mit der Vordersprache? Weil ich neutralisiere die Worte. Es geht nicht, dass ich ihr Wort dann nur schön auslege. Dann habe ich das Prinzip nicht verstanden, sondern ich werde zwangsläufig so inspiriert, dass ich das immer so auflege, dass mir plötzlich logisch erscheint. Ja. Dass man das zulassen lernt, das Zulassen dann auch hier, dass man auch einverstanden ist mit seinem Körper, mit dem Wehwehchen einverstanden ist. Weil man merkt, jeder Druck erhält das Ding am Leben. Man muss in einen Zustand des Einverstandenseins kommen. Das bedeutet hier, fordere dein Wille geschehe, ich nehme das Kreuz auf mich. Es hätte ja auch schlimmer kommen können. Egal, was für eine Scheiße über dich ausgeschüttet wird in deiner Welt, kannst du immer wieder sagen, es hätte noch mehr Scheiße kommen können. Danke, dass es nicht so viel Scheiße war, dass du mir bloß so viel gegeben hast. Das ist alles relativ, ja. Ich nehme alle des Betrachters. Es ist schwer.
Was vergleiche ich mit was? Alter Satz von mir. Wo endet die Sparsamkeit? Und wo beginnt der Geiz? Ja. Wer setzt diese Grenze? Wer setzt hier die wahrscheinlichen Gewichte? Genau. Wir merken, das, was sich widerspricht, das ist übrigens so unheimlich interessant, wenn wir jetzt, machen wir mal in einem bildlichen Bereich, ich will mal zurückgreifen, weil das eine schöne Metapher ist, mit der Lichtgeschwindigkeit, mit meiner Rakete. Wir machen es mal ganz einfach. Wir sagen, ich bleibe mal im Bereich des Stroms. Dass das Phänomen Strom bewegt sich ja mit Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, das Augenlicht, alles im Hier und Jetzt, wir müssen uns erst einmal was vorstellen. Und ich sage jetzt immer, wir denken uns einen Leiter, der genauso dünn ist. Ich mache jetzt einmal ganz normal wie ein Atom oder wie ein Elektron. Bleiben wir bei dem klassischen Strom, ist ja die Bewegung freie Elektronen. Wir denken uns einen Leiter, der genauso dick ist wie ein Elektron. Da denken wir uns jetzt ein kleines Rohr in der Größe, im Durchmesser von einer Billardkugel. Und wir sagen, ein Elektron wie eine Billardkugel. Diese Billardkugel sind jetzt, das ist unser Leiter, der ist voller Elektronen. Einfach dir ein Rohr denken, wo man Kugeln reinmacht. Ich verweise auf diese Stahlkugeln an den Fäden, dieses Dack, Dack, Dack. Okay? Wenn wir da welche hängen haben und den einen anschlagen, dann geht immer der hintere weg. Und das ist jetzt wurscht, ob da 5 Kugeln hängen oder 1000 Kugeln hängen. Da wird eine Energie, ein Impuls reingegeben in das System, das komplett zeitverzögert, das durch dieses jetzt ausgedachte Kugelsystem, die andere genau mit derselben, ohne idealisiert, physikalisch idealisiert, ohne Verluste hochschmeißt. Zack, zack. Und diese Bewegung, die wir jetzt zeitlich sehen, wird hier gestoppt. Und dieser Bereich, das ist wie ein Durchtunneln in der Physik. Dieser Bereich dazwischen ist praktisch raumzeitlos, weil in dem Moment, wo der hier aufsteht, geht er hier hoch. Ja. Egal, ob es 5 Kugeln sind oder 10 Millionen Kugeln sind. Dasselbe will ich jetzt darstellen mit dem Rohr voller Elektronen. Das sind unsere Stahlkugeln oder Billardkugeln. Und sobald ich hier, wenn ich jetzt einen Strom fließen lasse, ist ja die Bewegung dieser Elektronen infolge einer Spannung. Ich drücke hier eine Kugel rein und im selben Moment fällt hier die Kugel raus. Ja. Das ist jetzt hier eigentlich wurscht, ob das Rohr 10 cm lang ist oder 10 Lichtjahre weit ist. Das heißt, das, was hier passiert, passiert hier. Nein, es passiert immer hier. Weil wir uns jetzt ja wieder was ausgedacht, auseinandergedacht haben, das ist immer wieder das Spiel. Genau. Wieso ich das eigentlich erzähle? Ich will auf was anderes hinaus. Da können wir jetzt sehr tief drauf eingehen und ich Sichtweisen nochmal Erklärungen bringen in Verbindung mit dem 8. Band der Hohen Bohrung und mit der Rakete, wie man sich das in der Metapher vorzustellen hat. Weil wenn die Rakete langsamer ist, passiert jetzt nämlich Folgendes, dass ich hier eine Kugel, eine rote Kugel reindrücke. Und wir sagen, da sind weiße Kugeln drin. Und jetzt muss ich natürlich viele Kugeln reindrücken, wo immer im selben Moment eine rausfällt, bis die rote Kugel da durchgewandert ist. Aber da wirst du merken, da beginnt schon die Falle, weil du Unterschiede machst. Das ist ja immer derselbe Geist im Hier und Jetzt, ja nur die Gnade, die sich verändert. Da gibt es ja nichts anderes. Es gibt ausgedachte andere Formen, aber immer dieselbe Gnade. Darum sage ich, im Moment, wo du was siehst, ist es da. Wenn sich was mit Lichtgeschwindigkeit auf dich zubewegt, ist ja schon die Falle, die Lichtgeschwindigkeit festzusetzen mit die 300.000 Kilometer in der Sekunde. Ja. Das ist 300, das ist Shin. Shin, Wind. Ah, genau. Der erste Logos, Wind ist Ruach. Genau. IND rot gelesen. Göttlich, sein geschlossen. Intellektuell existieren, geöffnet. I als Vorsilbe gelesen, R ist Wort, ND auf und abschwingen. Aber nicht so, weil so, wenn ich es mache, habe ich ja schon wieder zuerst oben, dann unten, so. Okay. Das ist eine Transversalwelle, darum bewegt sich Licht mit Transversalwellen. Quer, eigentlich transversal zur Ausbreitungsrichtung. Die Ausbreitungsrichtung, diese Longitudinale, ist das, was ich Raum und Zeit nenne. Ja. Die Physik stimmt. Die physikalischen Darstellungen stimmen alle, nur die Erklärungen, die immer wieder in die Niederungen der raumzeitlichen Vorstellungen heruntergezogen werden. Des chronologischen, raumzeitlichen Denkens. Das ist das Gefängnis, diese Traumwelt, die du um dich herum ausdenkst, in die du im wahrsten Sinne des Wortes positiv eingeschlossen bist, in der du immer der Mittelpunkt bist.
Du bist immer der Mittelpunkt dieses Universums, das du um dich herum ausdenkst. Jetzt wird wieder ein Physiker sagen, ja, aber so ein Blödsinn hier, wir sind doch auf der Erde und die Erde ist mit Sicherheit nicht der Mittelpunkt des Universums. Unser Mittelpunkt, wenn wir jetzt einmal den nächsten Schritt gehen, ist zuerst einmal in unseren kreisenden Bewegungen ist die Sonne, aber die wiederum ist nicht die Sonne im Zentrum, sondern bloß ein relativ winziger, unscheinbarer Stern in der ganzen Galaxie. Galaxie, jetzt müssten wir ins Sanskrit gehen, da wird es jetzt ganz interessant. Weißt du, die Vorstellungswelten mit der VR-Brille, ich habe in dem letzten Selbstgespräch, wo ich nochmal so eine Kleinigkeit darauf hinweisen will, ich kann nicht immer alles gleichzeitig machen, dass wir jetzt erst einmal im Hebräischen zwei Wörter für Brust haben. Wir haben einmal die Brust als den männlichen Brustkorb, das Jasa nenne ich das jetzt einfach einmal, was dasselbe Wort in allen, selbst in althebräischen Wörterbüchern heißt, im Geiste sehen. Mhm, ja. Da mache ich dann jetzt erst einmal den Thorax, medizinisch genannt. Dora X, X steht für Chat. Das heißt die Reihe, die eigentlich eine große Kollektion darstellt, medizinischer Begriff. Und darauf sitzen jetzt das Weibliche, die zwei weiblichen Brüste, die Schadim. Genau. Genealogische Öffnungen des Meeres. Ja. Okay, das hervorgehoben hat. Dieses hervorgehobene ist 70-30 ist all, hochgehoben. Und jetzt, ja. Pass auf, wir können das Spiel weiterspielen. Das sind zwei DIT, dieses DD, zwei Öffnungen. DD musst du nachschauen, hast auch hier die Brustwarz. Und was kommt da raus, Peter? Milch. Das ist verloren. Das ist immer, wenn du meinst, das sind Zufälle, das ist, es ist ein übergeordnetes System. Ja, ja. Es ist wichtig, dass man die Vordersprache versteht. Dass man die zwei Seiten hat. Und dir muss jetzt klar sein, wo ihr jetzt nickt und permanenter Lächeln in euer ausgedachtes Gesicht bekommt, der Maske. Dass das nur möglich ist, wenn man die Grundlagen der Vordersprache versteht, sonst reden wir bloß Blödsinn. Dass aber das ständig in dir passiert, wenn du irgendeinen Zeitungsbericht, irgendeinen Artikel, wenn du, ob du jetzt die Worte liest oder ob du die Geräusche hörst, du machst Vorstellungen draus, das ist nur Blödsinn, was du machst, weil du nichts verstehst. Ja. Ob du ein Chemiebuch liest, ob du die Dora liest, ob du egal welche Schrift, ob du Rudolf Steiner liest, du bist so einseitig in deiner Auslegung der Worte. Ja. Das Spiel, das ich im letzten Selbstgespräch gemacht habe, in dem kleinen Steiner-Auszug, da ist hier noch nichts, das ist ein Nichts. Immer dran denken, ich sage, ich mache dir aus jedem Wort aus dem Stegreif, können wir 400 Seiten Buch machen, wir verlassen nicht den Kontext dieses Wortes, ich gehe mal wieder nur zu dem Wort zurück. Und das Schöne, wenn du das Prinzip verstanden hast, es geht nicht, dass du alle Auslegungen machst. Du musst sagen, kennst du das? Ja. Das ist wie wenn ich sage, kannst du lesen und schreiben? Dann sagst du ja. Du kannst doch unendlich viele Sachen lesen. Du musst doch das nicht alles gelesen haben, um lesen zu können. Du musst doch nicht alles jetzt schreiben, was du prinzipiell durch die Fähigkeit des Schreibens, zumindest in der deutschen Sprache, was du prinzipiell schreiben könntest, schreiben, um diese Frage mit Ja zu beantworten. Du musst das Grundprinzip verstanden haben und wenn ich dich frage, kannst du lesen und schreiben, dann sagst du ja. Und genauso das wünsche ich mir für die Vordersprache. Du musst das Grundprinzip verstanden haben, dann wird dir nämlich klar, was für eine Unendlichkeit an Möglichkeiten von Bildern, die du in dir aufwirfst, wenn du lesen und schreiben kannst, zumindest mal nur beim Lesen, wenn du lesen kannst und die Vordersprache lesen können, ist was ganz was anderes wie diese extrem einseitige Auslegung von Worten, die du momentan mit deinem jetzigen Intellekt tätigst. Weil Worte so extrem unvollkommen ausgelegt, nach außen gelegt und vorgestellt werden. Denk wieder an mein kleines Beispiel bloß mit Krebs, wo ich sage, dass du in der Regel, je nach Charakter bei dem Wort Krebs, nur an eins denkst, an ein ganz bestimmtes. Das einmal als erstes. Erst wenn ich dich anspreche, was bedeutet Krebs noch, merkst du, ach, das ist nur die Krankheit, das ist ja auch ein Sternzeichen, das ist ja ein Schalentier. Es ist eine Fuge. Krebsfuge in der Musik. Aber dann ist es schon aus, das hängt von deinem Intellekt ab. Aber da ist noch unendlich mehr drin, wenn du anfängst, jetzt mit der Vordersprache zu arbeiten, mit Hebraisieren.
dann entfaltet sich ja eine Riesengeschichte. Da wirst du plötzlich merken, dass eine Aue, eine Weide auftaucht, ein Lamm auftaucht in dir. Mhm. Und noch viel mehr. Mhm. Das ist eben dieses Spiel, dass ich sage, in jedem einzelnen Wort sind unheimlich viele Bilder drin, die du dir aus dem Wort heraus generieren kannst. Und in jedem Bild, das du dir jetzt bildlich vorstellst auf der Farbbrille, das besteht aus unendlich vielen Worten. Das Prinzip, dieses Spiegelungsprinzip im Max ist unheimlich wichtig. Du machst aus den Bildern auf der Farbbrille keine Worte. Mhm. Und aus den Worten machst du in der Regel bloß, wenn überhaupt, ein allereinziges Bild. Mhm. Ja, ja. Ja. Super. Wenn ich jetzt zum Michael zum Beispiel sage, wenn ich Ducky sage, denkt er bloß an ein ganz bestimmtes. Wobei man den Ducky natürlich mit 2G schreiben können, aber wenn wir das mit 1G machen, dann ist es das einmal mein Fisch. Ja. Fisch ist wieder Gestalt geworden, in Erscheinung getreten. Wir haben den Fisch, kann man ja auch rot und blau machen. Der ich, die, wo ich immer sage. Mhm. Ja. Und das ist, dass ich plötzlich merke, das ist ein Komplex. Und diese Komplexe, die sind interessant, es ist nicht Filwisserei. Es ist, wenn man das einmal installiert hat, ist es nur ein Ja. Darum sage ich, wenn du zum Chatdenken anfängst, diese Kollektionsdenken anfängst, kannst du lesen? Ja. Kannst du rechnen? Ja. Musst du an gar nicht viel denken, wenn du Ja sagst. Obwohl in diesem, eigentlich in diesem Ja, in dieser Bestätigung, wo du einen Chat bestätigst, unendlich viele Möglichkeiten, aber als Chat, als Kollektion in dir drin sind, was dir vollkommen bewusst wird. Und so wie du jetzt Einzelvorstellungen aneinander reißt, reißt du Chats aneinander und dann wirst du dich mit Lichtgeschwindigkeit denken. Mhm. Ja. Ja. Das ist, wenn ich immer wieder, wo einer zu mir sagt, weißt du wirklich, wie menschliches Leben funktioniert? Ich sage ja. Ich rede jetzt vom roten Menschen. Mhm. Ich kann dir auch erklären, wie der blaue Mensch funktioniert. Das hast du ganz grob als Vorstellung. Deine Vorstellung eines blauen Menschen, das findest du in naturwissenschaftlichen Büchern, in Biologiebüchern, in Medizinbüchern, wie der funktioniert. Aber das ist so eine extrem einseitige Auslegung, weil die vom roten Menschen nichts wissen, wie der rote Mensch funktioniert, das findest du in der Bibel. Mhm. Im Urzustand gelesen, nicht entheiligt. Deutsche Übersetzungen sind schon Entheiligungen. Mhm. Weil jede nicht hebräische Übersetzung, jede nicht die, diese ursprüngliche Dora ohne Masora-Einteilung, ohne Worteinteilung. Sobald wir das in Worte einteilen, das ist eigentlich schon ein kollektives Verbrechen, dann diese Masora, habe ich so oft hingelesen, das sind auch so Widersprüche, wenn man in der Zeit denkt. Ich wiederhole das nochmal ganz schnell. Wenn du jetzt in deine Geschichtsbücher gehst, das ist hochinteressant. Da wirst du dann irgendwann einmal finden, wenn du suchst, dass eigentlich diese Ausspracheregelung, die Punktierung, die Masora, ist, je nachdem, welche Quelle du jetzt zufällig in dir auftaucht, da gibt es wieder auch verschiedene Meinungen, aber so circa 900 nach Christus ist das erst entstanden. Das heißt, wie man das ausspricht und zwangsläufig, ob es dann heißt, von Gesicht zu Gesicht oder vom Innern zum Innern. Mhm. In Worten Panim el Panim, auf Ivri oder Penim el Penim. Mhm. Gut, jetzt mache ich einen Sprung. Die erste griechische, altgriechische Übersetzung dieser hebräischen Dora ist 300 vor Christus getätigt worden. Mit Septuaginta von 70 Weisen, die das angeblich, du kannst dich einmal reinlesen, ich will jetzt die Geschichte nicht erzählen, unabhängig voneinander gleich übersetzt haben. Ich drücke das jetzt einmal so aus. Ist ja schon ein Wunder, weil es ja so viele Möglichkeiten gibt und plötzlich sind 70 Weile und jeder zieht sich in sein stilles Kämmerchen zurück. Ich mache jetzt mal eine neue Version von der Geschichte. Zieht sich in sein stilles Kämmerchen zurück und macht sich seine Gedanken und macht hier praktisch eine griechische, altgriechische Übersetzung, was ja abhängig ist, wie ich diese Vokale, wie ich die Wörter auslege in der Vielfalt. Und dann hat sich herausgestellt, dass die die gleichen Aussagen benutzt haben. Darum ist es die Septuaginta, nennt sich das, von den 70, das ist die altgriechische Übersetzung. Und nach dieser altgriechischen Übersetzung, die 300 vor Christus festgelegt wurde, in dem Moment wurde eigentlich schon die Ausspracheregel festgelegt. Muss ja. Das heißt dann, wenn ich jetzt nur lese, die Masora wurde 900 nach Christus eingeführt,
Das ist nur, wie man das dann mit Punkten darstellt. Aber wie das schon einseitig ausgelegt wurde, das ist schon 300 vor Christus passiert. Mhm. Ja. Aber was passiert jetzt? Du hast Worte vor dir und du stellst dir was vor und du verstreust es um dich herum in Raum und Zeit, in die Vergangenheit. Das, was mir wichtig ist, ist nicht dieses Geschwätz, sondern dass dir bewusst ist, was jetzt in dir ist. Du hast Worte und du baust Vorstellungen auf und baust eine Geschichte in dir auf. Jetzt, von Augenblick zu Augenblick, da war nie was in der Vergangenheit. Darum geht es, das hast du jetzt zu lernen. Dann beginnt das Lernen der Kategorie 3, das Verstehen. Was will der Meister mir sagen? Jetzt bist du auf der Ebene, will dir sagen, was du selbst bist. Und interessanterweise bist du sogar all das, was du nicht zu sein glaubst. Und dann doch wieder nicht. Ich sage, du bist nämlich all deine Wellen. Du bist auch all die Wolken, die in dir abhauen. Weil die Wolken sind doch von dir. Du bist da jeder Regentropfen, den du dir jetzt ausdenkst. Ja, alles. Du bist das Grundwasser. Du bist jede Quelle, die du dir ausdenkst. Alles, aber nichts davon. Weil alles, was du dir ausdenkst, vergänglich ist und du bist ewig. Ja. Es ist etwas, was du überprüfen kannst. Wenn du Bewusstsein bist. Das ist in dem Satz, dass ich sage, es gibt keine Möglichkeit, dich zu etwas Existierenden zu machen, an dich selbst zu denken, ohne dich was zu Existierenden zu machen. Ja. Dass du sagst, der Gedanke, der bin ich jetzt. Aber wenn du jetzt Bewusstsein bist, merkst du, dass sobald du an was anderes denkst, der, der du dann sagst, der bin ich, sich ja wieder auflöst, jeder Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken und sich an dir, dem, der sich seinen ständigen Wechsel von Informationen, von existierenden Dingen im Hier und Jetzt anschaut, sich dessen bewusst wird, dass du plötzlich hier komplett die hundertprozentige Sicherheit kriegst, dass sich an mir selbst ja nichts verändert. Ich bleibe immer derselbe Geist, der schaut. Dein ganzes Leben warst du derselbe Geist, der das Leben erlebt hat. Deine Vorstellungen von vorher und nachher sind das Problem, weil alles, was du dir ausdenkst, jetzt gedacht wird. Und jeder neue Gedanke den bestehenden Gedanken zerstört. Das ist das, worum es bei Holofeeling geht. Ja. Ganz wichtig. Und alles, was du dir räumlich oder zeitlich woanders hindenkst, ist ja nur hier und jetzt ist, weil du es denkst. Das ist ein hundertprozentig sicheres Faktum. Das ist ein hundertprozentig sicheres Faktum. Wieso ignorierst du das so hartnäckig? Weil du es ignorierst, leidest du. Das in diesen letzten Sätzen ist das komplette Holofeeling drin, ohne dir zu erklären, wie du funktionierst. Ich sage, ich erkläre dir dann noch, wie du funktionierst. Aber zuerst musst du wissen, was du bist. Ja. Und die Rolle ganz normal weiterspielen. Das, was du zu sein glaubst. Jetzt kommst du in den Zustand eines Schauspielers, der sich jeden Moment, egal was in ihm auftaucht, egal was er als Figur auf der Bühne macht, sich bewusst ist, das spiele ich doch bloß. Es ist eine Rolle. Mhm. Das bin nicht ich. Mhm. Wenn das Theaterstück zu Ende ist, bin ich immer noch. Dann ziehe ich meine Persona aus, meine Maske aus und dann schaue ich mal, was ich als nächstes für eine Rolle angeboten bekomme. Ja. Das klingt jetzt wie ein Märchen. Spannend. Damit ist das ist schon wieder ein Filter, ein Werturteil. Das ist nicht ein Märchen, das ist das, was hundertprozentig sicher ist. Das, was du glaubst, ist ein Märchen. Immer die Kausalität umdrehen. Mhm. Das, was dir bisher logisch erschienen ist, ist der Wahnsinn. Die Lüge. Mhm. Wobei ich dann immer wieder sage, die Märchen sind das Wertvollste, was du besitzt, wenn du die Metaphern verstehst. Ich glaube, jetzt lassen wir es gut sein. Sonst wird es zu lang. Wir haben schon wieder fast anderthalb Stunden. Balsam. Also spielen wir noch ein bisschen Rolle. Okay. Ja. Danke, super. Udo. Super. Bis gleich. Ciao. Tschüss. Ciao.